Hallihallo, hallo, meine lieben Freunde und schön. The Forest funktioniert nicht mehr. Was? Ja, Forest ist gerade abgeschmiert. Ernst jetzt? Ja. Also wieder raus. Ja. Och, es läuft doch. Oh mein Es Gott. läuft, es läuft. Ein Traum ist es. Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir heute schaffen. Chef ist noch ganz kurz eben zwei Baustellen besichtigen und dann geht's los. Das heißt, jo, ein, zwei werden wir wohl hinkriegen. Vielleicht drei. Aber macht ja nichts. Ein, zwei oder drei sind ja auch mehr als null. Dann haben wir auf jeden Fall genug bis zum Wochenende und können am Wochenende irgendwann ganz gemütlich, wann auch immer wir Zeit haben. Am Wochenende wird es aber nur um Sonntag gehen. Ja, deswegen ist ja ganz gut, wenn wir jetzt schon wieder ein bisschen was wegmachen. Was ist denn schon wieder mit dem Chroma-Key los? Der ist immer noch ein bisschen am Rumgrisseln. Ich brauche echt eine bessere Ausleuchtung, glaube ich, damit das wirklich mal besser wird. Also muss ich mir nochmal ein, zwei Softboxen kaufen. Na super. Naja, zum Glück verdient man ja genug mit den Millionen, die man kriegt über YouTube. Da kann man sich auch mal zwei Softboxen für 20 Euro das Stück kaufen. Ja, guck mal, die ersten anderthalb Minuten haben wir schon rum und effektiv passiert ist noch nichts. Super. So, ich bin Druppe. Knocknick. Ach, guck mal, da hinten haben wir noch. Ah, wir haben ja Holz rangeholt wie sonst was hier, wie ein Bescheuerten letzte Mal, ne? Wir brauchen das Kann jetzt gerade sein. nicht, weil wir unsere Kegelbahn hier am Bauen waren. Ach ja, die Genau. Knochenkegelbahn. Ah, So. das ist so super, das Ding, ne? Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so cool läuft, wenn wir es erstmal austesten. So, ich mache nochmal einen So. Lockholder hin. Back again. Okay, ein paar Sticks habe ich. Ja, zack. So. Ist das schön? Boah, das ist total schön, aber. Na, ich habe keine Sticks. Na toll. Ich baue direkt nochmal einen Holder. Soll man einfach jetzt direkt, weil es hell ist, mal ganz kurz eben schnell noch ein paar holen gehen? Ich habe einen Stick gefunden. Ja, hier drüben liegen wahrscheinlich wieder so 1, 2, 3 rum. Ja, 1, 2. Ja, lass uns die eben schnell verbauen hier und dann lass uns mal ganz kurz nach unten gehen. Aber du Den weißt ganzen einen Stick. ja. Ja, ich habe auch noch zwei. Das sind dann schon drei. Super, oder? Ja, du packst dir natürlich direkt in den anderen rein. Ja, sicher. Stirb, Krähe! Es ist morgen, jass mich. Lass das, ich hasse das. Jo, mit langsamen, aber doch stetig größer werdenden Schritten kommen wir ja den 500 Folgen entgegen, ne? Was machen wir denn da eigentlich, sag mal? Ich meine, 500 Völkerchen ist ja schon mal so ein. Puh. Ist ja schon mal eine Ansage auch, ne? Das dürfte, glaube ich, so fast Spitzenreiter von den Folgen sein. Ich würde sagen, wir gehen. Ah. Scheiß Vogel. What? What? Ich habe nur ein bisschen geschnitzt. Nee, nicht du. Nicht gut. Nicht gut. Patrick, wo bist du? Wo bist du? Ja, ist es der hier? Da, wo die vier Männekes sind. Ja, jetzt solltest du mir mal ein bisschen was abnehmen. Ich kann nämlich jetzt gerade gar nichts mehr. Sterben Locken. könnte ich gerade, aber sonst. Get some. Hauen die jetzt ab? Kann ich mal ganz kurz eben Medikamente nehmen? Warte. Nee. Jetzt sag mal. Au, 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 Mama, Mama, Mama. Jetzt habe ich die Alte noch getroffen. So. Nein, auf den Kopf. Heilandsblechle. Lass du mal sterben, bitte? Danke. So. So. Können Haben wir. wir's? Oh, das sind die nächsten drei. Ignorieren oder Hallo sagen?
Ich würde sagen, ignorieren. Hat sich erledigt. Wo ist denn der Ritter hin? Oh, ein Oben. Stick. Ja. Der matscht sich hier einfach durchs Unterholz. Ja. Soll man Knochen produzieren oder auch Holz sammeln? Wir haben jetzt gerade zu viel. Sticks. Ja, Sticks. ich könnte Sticks schon und du machst Knochenarbeit. Okay, machen wir das so. Ich darf wieder die Knochenarbeit machen. Ja, gut. Ich dachte, du magst Leichen verbrennen. Ja, klar. Dann gehe Boah, ich ich wieder hätte jetzt fischen. fast was. Boah. Ich hätte jetzt Ich fast weiß, was das war eine gesagt. schöne Vorlage, ne? Zum Glück ist es noch früh am Morgen, da bin ich noch hilflos und zart wie ein Reh. Ja, wirklich. Mit früh am Morgen meint er übrigens 9 Uhr. Das ist so die Zeit, wo Patricks dann aufstehen. Naja, kommt drauf an. Wenn sie aus dem Bett geklingelt werden. Ja, von gewissen Leuten zu gewissen Zeiten. Ja, nur Entschuldigung. Schon mitten am Tag. Verschläfst ja alles. So, erste Leiche liegt Ruppe. So. Man muss es jedes Mal bis nach da ganz unten stiefeln. Boah. Das ist aber auch echt ein bisschen doof. Okay, das war nix. Komm. Wie ich die ganze Zeit jetzt immer auf den dicken Monitor gucke, mir denke so, hör, wann kommen die nächsten Kommentare? Dabei bin ich auch gar nicht im Stream. Ja, macht der Gewohnheit. Richtig. Aber was hier noch rumliegt, ey. Eins, zwei, drei Stück, da hinten liegen auch noch zwei. Also ich glaube, schon langsam kriegen wir den Dreh beim Kämpfen raus. Ja, haben wir ja auch jetzt nach Knapp diesem Update 500 sehr viel Folgen. gemacht. Ja, gut. Stimmt, es hat auch unter knapp 500 Folgen gebraucht, bis wir das hingekriegt haben. Ist jetzt nicht unbedingt so, dass. Ja, für uns ist das eine Top-Leistung. Das ist richtig. In den Kommentaren hat übrigens einer geschrieben, er hätte an der gleichen Stelle gebaut wie wir. Ist die Frage jetzt, ob er nachgemacht hat oder. Ja, welche Stelle? Die Die Stelle hier. jetzt oder die Stelle damals? Die hier. Die Stelle von vorher, die, das wusste ich ja schon. Da hat er schon angemerkt und mir Screenshots davon geschickt. Ah, Knochen. Warte mal. X, Federn, Hilfen, Pfeile, okay. Was, brummelst du da gerade in deinem Bart rein? Was? Nee, ich habe nur laut nachgedacht. Ach so. What the? Tut dir Okay, nicht weh ich. beim Denken, ne? Was? Nee, nee, nee. Das war jetzt was anderes. Die Axt hat dem Wildschwein wehgetan. Oh Gott, die arme Axt. Aber mit einem Schlag. Okay. Boah, Alter, bei uns ist das am Schiffen gerade, das ist eklig. Ja, bei uns Gott sei Dank nicht. Blauer Himmel, Sonnenschein, nur die Temperaturen fehlen. Immer noch Minusgrade bei euch? Ja. Naja. So, ich glaube, eine Leiche geht noch. Und dann wird's dunkel. Da habe ich keine Lust drauf. Da habe ich Angst. Zappen Dusche, du. Aber so weit von. Aber nachdem wir die zwei Patrouillen hier weggerotzt haben, ist es hier ruhig geworden, ne? Ein bisschen. Nur noch ein einsames Reh rennt hier lang. Also ganz blöde, da muss, also an der Stelle muss man Forrest jetzt aber wirklich loben. Auch so ganz blöde ist die KI, was das Pathfinding angeht, nicht. Nö.
Ist aber auch so fast somit das einzige Positive, was man jetzt gerade mal. Ja. Hast du da noch eine Leiche auf dem Feuer, sag mal? Ja, die brennt. Das ist schön. Hier kommt Nachschub. Vielleicht sollte man das lassen, die Leichen über so lange, so weite Entfernung zu schleppen, weil die kommen auch früher oder später sowieso wieder hier hin. Das ist einfach ziehen oder was? Ja, oder so. Aber, genau, die können auch selber zu ihrem Ort, wo sie sterben werden, laufen. Müssen wir sie nicht tragen. Das wäre super, wenn man sie anzündet halt. Die verbrennen, dass sie nachverbrennen und die Knochen Ja. verbrennen. Um es noch einfacher zu machen, ist das wie ein Stein hier. Sieht aus wie ein Brot. Ein Brotstein. Kannst du eigentlich schlafen? Können wir gleich machen. Nee, kann man nur machen, wenn es geht. Ja, das ist richtig. Aber dafür muss ich erstmal in der Basis sein und den Stein hier wegwerfen. Der arme Stein. Mit dem Stein kann man nämlich nicht schlafen gehen. Das macht man nicht. Oder schläfst du etwa Echt? mit Steinen, du Ferkel? Naja. Oh. Wenn du mal wieder alleine bist, ne? Ja. Ja gut, dann lass mal gucken, ob wir schlafen können. Nö. Okay. Boing. Natürlich wieder kein Wasser in den Schalen drin. Warum auch? Wäre zu einfach. Ja, richtig. Und einfach wollen wir ja nicht. Wir könnten natürlich jetzt hier auch mal einfach so einen Boneholder machen. So, um die Dinger auf Halde zu haben, falls wir die mal irgendwann brauchen sollten. So Hab's bei der dringenderweise. letzten Aufnahme, sagst du noch, für was braucht man das? Das ist richtig. Ich ändere meine Meinung aber auch manchmal. Du weißt ja auch, dass ich oftmals nicht weiß, was ich in der vorherigen gesagt habe. Ja, das weiß ich auch nicht immer. Weil ich habe wieder den schönen Feuerback. Wieso wird nicht heller oder was? Das doch, aber ich sehe kein Feuer. Ja, ist aber doch sehr hell an. Also brauchst nicht noch mehr reinstopfen. Aber ist auch schön, wie das so am Pulsieren ist. Also mach ruhig weiter. Nee, bei mir ist das einfach nur ein Licht, das heller und dunkler wird. Nee, mir ist das nicht. Ja, So. ist aber auch schön, ne? Also schon super. Die blöden Schneeschuhe, ey. Ach, herrlich. Ja, ich glaube, ich sitze jetzt hier und erzähle dir eine Gruselgeschichte am Lagerfeuer. Und tschüss. Okay. Ich gehe weg und der Vogel entzündet sich. Toll. Nee, der ist vorbeigeflogen bei mir. Nee, bei mir wird was aufgeblinkt, blinkt. Okay. Ja, im ne, Changelog stand übrigens drin, dass sie das rausgenommen haben mit den Vögeln. Dodgy, Knochen sind hier. Oh, supi, ich komme arbeiten. Und zwar Au. so lange, bis sie einen Weg gefunden haben, um die Selbstmordvögel irgendwie rauszupatchen. The crap, wow. Was? Medikamente? Eine Cola und einen Schokoriegel hat der hier gedroppt. Boah, das war beim Gierlapp, hör mal. Der hat erstmal alles gebunkert für schlechte Zeiten. So, okay. Da pulsiert noch einer. Naja. Noch was? Einer ist noch. Ja, der hat mir drei Schläge verpasst und hat sich dann verpisst. Ja, ich bin aber auch ziemlich am Poppes. So. Halfway done. Boah, ich glaube, die Eingeborenen auf dem Feuer, die sind aber gleich well done. Gibt's ja nicht. Er So will nicht Dinge hier, brennen. mitten im Weg stehen bleiben. Wenn der nicht brennen will. Hier dann. Da ist noch einer irgendwo. Ja, links kommt er. Ich meine, ein Geschlachteter. Der ist jetzt einfach eiskalt durch die Wand gelaufen. Ernst jetzt? Ja. Total sicher. Schmeiß ihn ins Feuer. Hatte ich vor. Dann halt nicht. Ich hab mal die Wand repariert, ne, die du kaputt gemacht hast. Und der nächste Feuervogel. Ah, ich glaube, wir machen hier mal ganz kurz einen Cut. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüssikowski.